Ihr dürft hier nicht passieren. Gutes Volk von Damaskus, ihr tut das Rechte. Komm hierher zurück. Lasst uns die Stadt von ihrer vergifteten Vergangenheit befreien. Hier drüben. Das ist nur gerecht. Aus den Flammen wird sich eine neue Zeit erheben. Eine der Wahrheit und... Und den, also ich, dass ich jetzt ein bisschen leise bin. Oh. Da rennt weg. Das ist ja jetzt nicht so prickelnd, dass der weggelaufen ist. Ja, mein Gott, jetzt bleibt er nicht schon wieder an so einer scheiß Ecke kleben. Alter Schwede, lass... Hallo, jetzt verschwende doch nicht deine ganzen Wurfmesser. Oh, das muss ich die erstmal so alle töten. Ich muss mir gleich erstmal wieder Wurfmesser beschaffen. Okay, du. Hä? Okay. Träger können leicht ihre Deckung verraten. Eigentlich nicht, okay. Das war jetzt irgendwie total lame und anstrengend und überhaupt, was war denn das für ein Käse? Ich darf das alles wieder von vorne machen, nur weil der Typ hier es nicht geschafft hat, jemanden umzubringen? Hallo, das ist dein Job, Ezio. Das wollte ich, Ezio. Alter, ihr, das ist dein Job, das musst du doch wissen. So, da vorne erstmal wieder rüber. Dann darüber. Heute ist ein ruhmreicher Tag. Wir werden entfesseln. Oh, du bist echt dämlich, oder? Kann man sich nicht auf dich verlassen? Ah! Nie, solange du noch kannst. Mann! Aber deine Niederlage ist besiegelt. Ätzend. Komm, weg mit dir. Schwert rausholen. Weg mit dir. Schwert reinstecken. Hochklettern. Und jetzt machst du es am besten so, wie ich es sage, ja? So, wir müssen jetzt weiter hier rüber. Okay, darüber. Darüber. Ja, genau. Mit Schwert am besten. Oh, Idiot. Kommt nicht mehr. Gutes Volk von Damaskus, ihr tut das Rechte. Lasst uns die Stadt von ihrer vergifteten Vergangenheit befreien. Das ist nur gerecht. Seht nach, meine Schüler. Ihr darf nicht entkommen. Wieso läuft der denn jetzt weg? Wieso ist der so schwierig zu töten? Oder das könnte sein, dass das der echte ist. Wo läuft er denn? Also den, den wir auch wirklich töten sollen. Mal schauen. Gut, Freunde. Oh, jetzt kommt er weiter. Fliegt euch. Ja, er flieht vor mir, so wie er von der Macht. Ha! Warum habt ihr das getan? Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran sie glauben. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. Egal, wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt? Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seinen mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das Meinige.
So, jetzt müssen wir hier nur noch entkommen. Das könnte jetzt... Ach, die sehen mich daher. Oh, Mann, da muss ich ja richtig laufen. Ja. Nein. Alter Schwede, warum rennt ihr mir hinterher? Und warum schubst... Das ist unglaublich. Nein, du schubst mich jetzt nicht. Und du auch nicht. So, hinsetzen. Die müssen doch jetzt kommen. Da kommen sie. Und jetzt haben sie keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ist das toll. So, jetzt muss ich da oben wieder zurück. Und wir haben Damaskus fertig. Ja. Das wird jetzt ein ziemlich langer 122 Meter... Ich bin ein weiser Mann-Gang. Ich könnte das natürlich auch anders machen, aber solange ich ein rotes Auge habe und von einer Wache gesehen werde, mache ich es nicht anders. Warum auch? Eile mit Weile. Okay. Ich werde immer noch beobachtet. Schöne Teppiche hast du. Mensch, ist es anstrengend, beobachtet zu werden. Jetzt kommt da eine größere... Uiuiuiuiuiui. Ich sollte jetzt nichts anderes machen. Wo bist du? Junge, ich muss den sogar hinterher... Eigentlich müsste ich ihn hinterherlaufen. Na Gott sei Dank, sie biegen ab. Eile mit Weile. Und da ist schon wieder so ein Verrückter. Keine Ahnung, warum die ausgerechnet mich immer schubsen. Ich weiß es einfach nicht. Oder hinter mir herlaufen. Uiui, der Wache weiche ich denn doch lieber aus? Der Tonträger-Töpfinnen, die weiche ich lieber auch aus. So, wir haben es ja gleich geschafft. Also die Hälfte des Weges ist ja schon vorbei. Oh mein Gott. Und wenn ich so mache, dann fängt es gleich an, blub, blub, blub zu machen. Also mache ich lieber so. 48, 47, 46. Uiuiui, die Tonträgerin kommt mir entgegen. Oh. Die machen das doch extra. Das ist Schikane, Mobbing. Ich wusste schon immer. Oh, ich sehe gar nicht, wo ich hinlaufe. Dann hätte ich ja vielleicht auch diesen Stand hier. Da wäre ich aus Versehen raufgetreten. Und hätte die Wache sofort erkannt, dass ich bin. Oh, ich bin gleich da. Oh Gott. Das war knapp. Oh. Ich bin gleich da. Ich habe es gleich geschafft. Ich muss nur noch zur Leiter kommen. Ich verschwinde jetzt einfach mal hier. In diesem Gang. So, jetzt rein da. Und hoch da. Und rein da. Ah, ist das toll. Altair, sagt bitte, dass ihr Erfolg hattet. Ja. Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Spule vor.
Aber ich glaube, wir haben den Abschnitt jetzt geschafft, den Erinnerungsabschnitt. Nee, doch noch nicht. Da fehlt noch eine Stadt. Arkon wahrscheinlich. Wissen wir es ja vorspulen? Na klar. Jetzt kommt benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um unbemerkt in bewachte Bereiche zu gelangen. Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt, und ich werde antworten. Warum diese Männer, Jubair und Siebrand? Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt, unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist, und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns hier hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung, sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter Ihr. Wird es sein. Rang 8. Kurzschwertmeister Schaden. Tja, jetzt sind wir wieder vollkommen hergestellt. Und wir müssen noch ein Leben nehmen anscheinend. Dann wollen wir das auch mal tun. Ab zum letzten, also erstmal zum letzten Leben, bevor wir überhaupt das Leben leben können, was wir nehmen wollen. Nach Arkon. Ins Büro. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Okay, wir kommen jetzt... in ein ziemlich anstrengendes Gebiet mit dem Hafen. Da wollen wir mal das Gebiet aufklären, was wir dann alles zu tun haben. Dazu müssen wir, wie immer, auf den ersten Turm rauf.